Ortsgeschichte auf dem Damm, der ASB stellt sich vor und ein Kirchendach braucht Hilfe. Hallo zu Gigu2Go. Die Tage werden wieder länger und wärmer, für viele ein Grund mehr, sich im Freien sportlich zu betätigen. Und wer hierfür noch auf der Suche nach Inspiration ist, der findet diese vielleicht in unserem ersten Beitrag. Hier sind Ariad und Matthias, die Sportcoaches von Gigu. Sport gleicht aus. Wenn man Stress hat, wenn man müde und K.O. ist, geht man ins Training, trainiert miteinander, hat Kontakt, hat Spaß und trainiert den Körper. Dadurch ist man fitter, meistens auch zufriedener. Und unsere Aktion ist einfach zu zeigen, was kann man mit einfachen Mitteln körperlich machen, anstrengend, Gleichgewicht, Koordination, was man selbst machen kann. Meine Aufgabe ist es, Menschen für Sport zu interessieren. Heute gibt es die Kooperation mit dem TSV Ginsheim, der Judo-Abteilung. Da geht es ums Thema Gleichgewicht. Grundsätzlich ist das Ziel beim Judo, einen Gegner mit Kontrolle und Schwung auf den Rücken zu werfen. Das bedeutet, ich muss das Gleichgewicht meines Gegners brechen. Ich brauche selbst ein stabiles Gleichgewicht, um das ausführen zu können. Die Idee heute ist, einfache Übungen zu zeigen, die jeder zu Hause machen kann. Man braucht dazu keinen Partner, man braucht dazu keine Ausrüstung. Das sind zwei Kinder aus unserer Trainingsgruppe. Die machen das ganz gerne und haben sich freiwillig direkt gemeldet, dass sie mitmachen möchten. Übung 1. Auf ein Bein stellen. Anderes Bein mit der Hand hochziehen. Beide Beine parallel halten. Jede Übung kann man auch mit geschlossenen Augen machen. Das erhöht den Schwierigkeitslevel. Übung 2. Wieder auf ein Bein. Diesmal allerdings steht das Standbein auf den Zehenspitzen. Das probieren zu halten. Insgesamt etwas schwieriger, aber es lohnt sich. Übung 3. Die Standwaage. Oberkörper nach vorne beugen, ein Bein entsprechend nach oben führen. Arme zur Seite strecken. Übung 4. Mit dem Bein eine 8 in der Luft zeichnen oder auch ein anderes Zeichen. Dabei das Bein wechseln, um auch beide Beine zu trainieren. Übung 5. Nun eine einfache Übung. Verlagere dein Gewicht von der Fußaußenkante zur anderen Fußaußenkante. Übung 6 ist etwas komplexer. Bein angewinkelt nach vorne nehmen, dann in den Ausfallschritt gehen und dann das Knie bis knapp vor den Boden beugen. Nun das Bein wieder nach vorne spinnen. Sport für mich ist einfach alles. Jeder ist irgendwie sportlich. Es gibt für jeden etwas, was passt. Und einfach mal ausprobieren, flexibel zu schauen, was man machen kann. Ja, was wünsche ich mir? Einfach, dass ich ein bisschen bekannter bin, dass wenn irgendwelche Aktionen in meiner Richtung stattfinden können, dass die Leute wissen, an wen sie sich wenden können. Sie gehört zum Ginsheimer Altrhein wie der Fluss selbst, die evangelische Kirche auf dem Damm. Aber so schön der Blick von der Uferpromenade zum Gebäude auch ist, umso schlechter steht es um das Kirchendach. Was das bedeutet, darüber berichtet Pfarrerin Julia Christensen. Wenn man das Bild von der Kirche mit dem Altrhein sieht, dann weiß man sofort, man ist hier in Ginsheim am Rhein. Sehe aber natürlich auch immer die kleinen Macken hier und da auf dem Dach und an der Fassade. Wir sind jetzt dran, den Startschuss zu geben für eine große Spendenaktion, damit wir in diesem Jahr gemeinsam das Geld aufbringen für diese Sanierung. Die Kirche, so wie sie jetzt steht, wurde 1953 wieder aufgebaut, nachdem sie 1944 bei dem Luftangriff auf Ginsheim komplett runtergebrannt ist, bis auf die Mauern. Grundsätzlich erbaut wurde sie aber 1746 schon. 2016 hat uns eine Firma schon nahegelegt, dass das Kirchendach saniert werden muss. Und in diesem Jahr steht die große Sanierung an. Es ist eine Stahlkonstruktion und da ist eine abgehängte Decke drin. Und was man vielleicht von hier auch sieht, sind die Dachziegel. Die müssen erneuert werden. Und die kleinen Fensterchen und das Türmchen. Das ist eine Holzkonstruktion in dem Türmchen. Und da die Kirche denkmalgeschützt ist, muss alles so erhalten werden, wie es jetzt ist. Das heißt, jedes Schieferdach muss gleich nachgeschliffen werden. Die Fenster müssen genauso erhalten werden, auch wenn man die Gläser austauscht. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Wir befinden uns da in einem sehr hohen sechsstelligen Bereich, von dem zum Glück viel die Gesamtkirche trägt. Aber ein Viertel muss die Gemeinde immer noch selbst aufbringen und wir haben das Geld leider nicht. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet zur Sanierung und haben da verschiedene Ideen, unter anderem ein Gemeindefest ganz groß aufzuziehen
und eben auch verschiedene Verkäufe zu tätigen. Und da sind wir aber noch am Überlegen und sind natürlich auch offen für weitere Ideen. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute in sich hören und ihre eigene Beziehung zu dieser Kirche und zu dieser Gemeinde aufrufen und ihre Ideen mit uns teilen und auch vielleicht spenden. Man kann einfach hier an die evangelische Kirchengemeinde spenden mit dem Titel Dachsanierung. Da gibt es einen eigenen Spendentopf für und dann gibt es eine Spendenquittung und das wandert dann auf das Konto bei der Regionalverwaltung. Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde findet ihr auf dieser Website. Weiter geht's in Bischofsheim. Sicher ist euch schon mal aufgefallen, dass quasi durch den Ort ein Damm führt. Den Grund dafür findet man in der Geschichte der Gemeinde und seit kurzem auch auf 7 Tafeln bei einem Spaziergang mit Zeitreise. Wir weihen im Moment den historischen Dammrundgang ein, den wir in 7 Tafeln rund um den Damm aufgestellt haben, der übrigens fast genau 1 Kilometer lang ist, dieser Rundgang. Diese Tafel ist ein Beispiel für etliche, die jetzt rund um den Ortsdamm installiert worden sind. Sie machen die Historie unseres Bischofsheims sichtbar und erlebbar. Das ist schon ein großes Ereignis, weil es ist mehr oder weniger das erste Mal, dass das Museum, der Heimat- und Geschichtsverein, aus seinem Haus heraustritt und an öffentlichen Plätzen dokumentiert, hier ist Geschichte. Wir wollten im Prinzip das Museum damit nach draußen erweitern. Wenn die Leute nicht ins Museum kommen, dann soll das Museum eben zu den Leuten kommen. Und der Geschichtsverein hat mir viele Sachen zugeliefert, hat also die Literatur dann tatsächlich beschafft, die interessant war in der Auswertung. Teilweise haben wir aber auch selbst recherchiert. Wir wissen mittlerweile ziemlich genau, wie viel ein Mensch, der nichts über die Geschichte weiß, zu lesen, willens und in der Lage ist, wenn er irgendwo vorbeigeht. Und das sind unsere Vorgaben. Auf diesen Tafeln wird auf Dinge hingewiesen, die zum Teil einfach nicht mehr existieren. Hier sind hier an der früheren S-Kurve, wo jetzt die Volksbank steht, stand die Schmiede. Die Straße hatte einen ganz anderen Verlauf. Da sind Gebäude weggefallen. Auf sowas wird hingewiesen. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es diesen Ortsdamm. Es gibt hier Hinweise, wie das Ort früher ausgesehen hat. Da hat sich vieles geändert, aber es ist eben auch verbunden mit dem Auftrag an die Gemeinde, darüber nachzudenken, wo man auch diese historischen Orte weiter schützt und vielleicht sogar rekonstruiert. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie ist diese Gesellschaft hier in unserem Ort entstanden? Und ich glaube, das wird auch deutlich. Die Bürger haben hier im Ort auch immer ihren Ort gestaltet. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist aber tatsächlich, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Und das geht nicht ohne Vergangenheit. Wir sind eine gewachsene Gemeinschaft, wir haben eine Historie, auf die man stolz sein darf. Und diese Tafeln geben eben einen Einblick für die, die neu hinzukommen, aber auch für viele, die schon lange da sind und das vielleicht auch nicht ganz so genau wissen. Also erstmal wünsche ich mir, dass nicht nur Bischofsheimer hier vorbeigehen und dass die, die vorbeigehen, vielleicht einen Impuls bekommen, über die Geschichte ihres Ortes nachzudenken und zu sehen, ach guck mal, da ist ja was ich nicht wusste. Ich wünsche mir, dass das also immer wieder auch angesehen wird, dass es thematisiert wird, dass vielleicht dadurch auch wiederum ans Museum eine Anregung kommt. Wir sind hier im Moment in unserem Jubiläumsjahr. Wir haben 25 Jahre Heimatmuseum. Wir planen aber, dass wir im Museum auch mal uns jetzt so nach 25 Jahren eine Umgestaltung machen, um den Leuten wieder ein bisschen Anreiz zu geben, das Museum zu besuchen. Übrigens, obwohl die Tafeln in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind, versteht man den historischen Dammrundgang, egal von wo man beginnt. Ich habe es ausprobiert. Ehrenamtliches Engagement sorgt in der Mainspitze nicht nur für Sport, Kultur und Heimatfeste, sondern auch für Sicherheit. Neben der Feuerwehr gibt es auch Einsatzkräfte des ASB, die sich meistens spontan auf den Weg machen, wenn um Hilfe gerufen wird. Wir sind der ASB, wir sind der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz und der Sanitätsdienst. Man sagt immer, man arbeitet gerne mit Menschen, aber es ist doch irgendwie mehr, ja. Also wenn man jemandem helfen kann und der dann Danke sagt zum Beispiel, ja, das ist schon was Besonderes. Wir suchen auf jeden Fall Ehrenamtliche, die Interesse haben an der Arbeit. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 12 Jahren. Ich bin hauptamtlich hier,
Rettungssanitäter und seit 2 Jahren Katastrophenschutzleiter vom ASB in Gustavsburg und kümmere mich da um den Katastrophenschutz und um die Ehrenamtlichen. Wir sind im Industriegebiet in Gustavsburg, neben dem Tegut und Netto. Wir haben hier eine Rettungswache, die 24 Stunden besetzt ist. Es kommt schon täglich vor, dass was passiert. Ja, also wir fahren so im Durchschnitt in Gustavsburg schon 3 bis 5 Einsätze. Was bedeutet Sanitätsdienst? Sanitätsdienst ist zum Beispiel wie am Burgfest. Ja, da sind wir ja auch vorhanden. Wenn irgendjemandem was passiert dort, sind wir für den ersten Angriff da. Was bedeutet Rettungsdienst? Rettungsdienst ist quasi, wenn man die 112 wählt und braucht ärztliche Hilfe. Ja. Es kommt ja nicht immer direkt ein Notarzt. Hier zum Beispiel kommt dann ein RTW erstmal und untersucht halt denjenigen, der angerufen hat und versorgt ihn. Und wir sind hier zuständig für Gustavsburg, Bischofsheim und haben noch eine Wache in Rüsselsheim und da unterstützen wir halt auch den Rettungsdienst. Was bedeutet Katastrophenschutz? Ja, der Katastrophenschutz ist quasi der ehrenamtliche Bereich, wo wir, wenn jetzt die Feuerwehr einen Einsatz hat, falls da was passiert, dass wir da Erste Hilfe leisten können. Wir haben gar kein besonderes Anforderungsprofil. Wenn man auch noch nicht mal einen Erste-Hilfe-Lehrgang hat, ist auch kein Problem. Den kann man gern hier machen. Und je nachdem, wie es läuft, kann man hier gern weiter Ausbildung machen, bis zum Rettungssanitäter auch. Wir bieten hier die Notfallsanitäter-Ausbildung an. Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Das kann man gern hier alles machen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder am 27.03. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke an Rhein-Main TV und tschüss.